Eine sehr, sehr gute Nachricht, denke ich mal, für uns alle. Und zwar hat Just Nero im Eilverfahren gegen Praline Sackmann gewonnen. Mag man gar nicht glauben, wenn man daran zurückdenkt, dass die Praline ihn schon über 9 Mal angezeigt hat. Unter anderem hat sie mich auch angezeigt und diverse andere da draußen. Und er hat ihr einfach nur Payback gegeben. Das kam direkt durch. Bin gespannt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal auf neutralen Hasen an. Das Video heißt, Praline Bachmann hat vor Gericht gegen mich verloren. So hart ist ihre Strafe. Let's go. So satisfying zu sehen, wie dir deine große Klappe jetzt auf die Füße gefallen ist. Ihr erinnert euch noch an mein Video, in dem ich verkündet habe, Aline vor Gericht zu ziehen, falls ihr es gesehen habt. Wenn ihr den Inhalt vergessen habt, lasst euch am besten mal die Dachterrasse durchchecken. Nee, komm, der Eilprozess ist zu Ende. Und Überraschung, ich habe in jedem Punkt gegen Aline Bachmann vor Gericht gewonnen. In jedem Punkt. Er hat sie ja für mehrere Punkte angezeigt. Die hatte ihm ja übertrieben viel unterstellt. Er wäre der Hacker, er würde ihr Sachen bestellen und so weiter und so fort. Dabei war sie diejenige, die erstens vermeintlich seine Adresse geleakt hat, was aber nicht seine Adresse war, sondern irgendwas von seinem Management. Aber was gestimmt hat und was sie wirklich geleakt hat, war KuchenTVs Adresse und meine. 3 Adressen hat sie geleakt. Die von Just Nero war falsch, aber meine und die von KuchenTV war die richtige Adresse. Sowas ist natürlich mit Konsequenzen behaftet. Viele haben mir gesagt, zeig sie an, hinter den Kulissen. Mach, Just Nero hat sie auch angezeigt. Ihr wisst, ich bin nicht so der Anzeigentyp, der gerne andere Leute anzeigt. Habe ich nicht gemacht, er hat es aber gemacht. Völlig zu Recht, sein absolut gutes Recht, das zu machen. Nur damit ihr aber versteht, warum er das gemacht hat, was sie gerissen hat, war unter aller Sau. Sowas geht gar nicht. Das Gericht war vollumfänglich auf meiner Seite und somit habe ich eine einstweilige Verfügung gegen Aline erworben. Und ihr Fauxpas wird ihr wirklich teuer zu stehen kommen. Ich bin ja eigentlich nett, aber wenn ich merke, dass mir jemand schaden möchte oder Lügen über mich verbreitet, kann ich auch ganz schnell mal ganz, ganz anders werden. Ja. Gerade bei Personen wie Aline. Vor dem Urteil wurde sie übrigens um Stellungnahme gebeten und 3-mal dürft ihr raten, was sie nicht getan hat. Wie? Als ob man es darauf anlegen würde, auf die Nase zu bekommen. Das ist, glaube ich, so eine Art Verhaltensmuster solcher Leute. Diese ganzen Faker und Lügner, die immer nur Scheiße bauen und niemals in der Lage sind, Fehler zuzugeben oder irgendwelche Lügen von sich gerade zu stellen. Ist euch aufgefallen, dass sie weder zu ihren Gerichtsterminen erscheinen, dass sie alles einfach so vor sich schleifen lassen? So kommt es mir rüber. Da gibt es eine Handvoll solcher Leute. Ich verstehe das nicht. Einfach das gleiche Muster. Jedes Mal, immer und immer wieder. Als ob man es drauf anlegen würde. Du, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Kleiner Recap. Aline stellte folgende Behauptung über mich auf. Ich sei ihr Hacker, der auf illegale Art und Weise ihre IT-Systeme kompromittiert habe, sowie derjenige, der wo, verzeiht mir, musste sein, ihre höchst privaten Daten gedoxt habe. Fake-Essensbestellung, Swatting und solche Geschichten. Jemanden so etwas zu unterstellen, wenn es nicht wahr ist, kann Konsequenzen haben, wie du jetzt gesehen hast, Aline. Und nicht zu knapp. Sie hat versucht, mir mit ihrem Video Angst einzujagen, indem sie mehrfach meinen vermeintlichen Wohnort samt meines Namens nannte. Super beängstigend auf jeden Fall. Was nicht sein Wohnort war, trotzdem, sowas geht gar nicht. Sowas macht niemand da draußen. Egal wie ekelhaft ein Beef wird, sowas macht man nicht. Das hat sie aber gemacht. Und soweit ich mich nicht irre, hat es zwar für mich keine Konsequenzen gehabt, aber ich weiß, dass bei KuchenTV da 2 oder 3 Sachen vorgefallen sind. Hab's zumindest so von einigen Zuschauern von mir mitbekommen. Ne? Ist halt nicht geil, wenn deine Adresse veröffentlicht wird. Stellt euch mal vor, es hätte die falsche Person getroffen. Irgendeine Person, die denkt, die alleine zu Hause lebt, die sich nicht wehren kann, die vielleicht sehr viele Feinde hat. Kann ja alles sein. Ist halt wirklich absolut ehrenlos sowas und dafür hätte sie es zu 100% verdient gehabt, angezeigt zu werden. Ich glaube sogar KuchenTV hat sie dafür angezeigt. Just Nero hat sie angezeigt für mehrere Punkte und noch so eine Frau, so ein Mädchen hat sie auch angezeigt. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der da nichts gemacht hat. Aber immerhin, ein Meme wurde geboren, denn wie wir alle mittlerweile wissen, so kommt aus Weimar. Ihr wurde nun per Gericht verboten, einige Dinge über mich zu verbreiten. Und über dieses besagte schöne Dokument werde ich jetzt mal Bericht erstatten. In dem einstweiligen Verfügungsverfahren Robin Neo, Name geändert, lol, gegen Aline Bachmann ordnet das Landgericht Berlin durch den vorsitzenden Richter sowie eine Zweitrichterin an, dass die Antragsgegnerin bei Vermeidung einem von dem Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten. Eine 250.000 Euro? Wie entstehen diese Zahlen? Das müsst ihr mir mal erklären. Raff ich nicht. Es ist schon extrem viel. Nicht, dass ich es ihr nicht gönnen würde. Wie gesagt, ich wäre der Letzte, der es ihr nicht gönnen würde. Aber 250.000 Euro für ein paar Aussagen klingt schon ein wenig hart, wenn man bedenkt, dass du gerade mal unter 10.000 Euro zahlen musst, wenn du jemandem die Fresse polierst. Und davon kenne ich einige Fälle, die dann rumheulen. Ich musste 4.500 Euro zahlen. Ja, aber du hast ihm 2 Zähne ausgeschlagen, Alter. Du hast ihm die Nase gebrochen. 4.500 ist eigentlich nichts. Und dann für sowas 250.000 Euro für ein paar Wörter? Das ist schon krass. Unterlassungsklage wird an dem Einkommen gerechnet. Ah, okay. Kenne mich damit nicht aus. Oh, da verdient die aber gut Geld. Das heißt, sollte Aline nochmal oder gar mehrfach ab Vollstreckung dieses Dokuments eine der folgenden Punkte nochmal über mich behaupten, kann es richtig eklig für sie werden. Schlimmer, als es jetzt sowieso schon ist. Ich meine, diese 250.000, die erreicht man nicht mal eben so. Aber es wird trotzdem eklig, okay? Folgende Punkte sind Aline nun untersagt, über mich zu verbreiten. A. Er ist der Hacker, der in Bezug auf die Antragsgegnerin alles öffentlich gemacht hat. Und oder er hat an die Adresse der Antragsgegnerin Essenslieferung bestellt. Und oder er hat einen Polizeieinsatz nach dem anderen an die Adresse der Antragsgegnerin geschickt. Und oder er hat Dritte zur Adresse der Antragsgegnerin geschickt. Diese Sachen sind wörtlich oder auch sinngemäß untersagt. Zitat: Insbesondere wenn dies jeweils geschickt wie nachstehend erfolgt. Und dann sieht man einfach das hier. Ihren Text, in dem sie mich am Anfang Jutnerzo nannte. Just Nero einfach digitiert. Huh? Das kannst du dir nicht ausdenken. Was haben die Richter sich gedacht, als sie das hier vors Gesicht gehalten bekommen haben? Herrgott im Himmel. Die dachten wahrscheinlich, die sind gerade im falschen Film. Könnte sie sich nicht den Arsch retten, indem sie behauptet, ich meinte gar nicht Just Nero, da steht doch Jutnerzo, das ist irgendein anderer Influencer, der mittlerweile seinen Account gelöscht hat. Hätte sie ja behaupten können. Ich meine, heutzutage kannst du ja alles behaupten. Besondere, wenn das passiert wie da. Herrlich, Alter. Ich bin einfach bis zum Landgericht Berlin gerückt. Auf der 4. Seite wird es wirklich... Wir sehen Punkt 2. Den sonderschönen Satz. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Oh, Punkt 3. Der Verfahrenswert wird auf 20.000 Euro festgesetzt. Das Gericht begründet die Entscheidung wie folgt. Zitat: Das glaubhaft gemachte tatsächliche und rechtliche Vorbringen in der verbundenen Antragsschrift nebst Anlagen rechtfertigt den geltend gemachten Unterlassungsanspruch. Ist es nicht ironisch? Aline droht mir bestimmt 10-mal mit dem Anwalt, will mich ständig abmahnen, hat mich 9-mal angezeigt. Nichts passiert. Ich mahne sie einmal ab und die Hölle bricht los. Ich bin übrigens nicht die einzige Person, die auf die Art gegen Aline vorgeht. Aha. Mir sind 3 weitere Personen bekannt. Es sieht nicht gerade rosig für dich aus. Digga. Als Beispiel hat Yvonne Muhlen Aline auch wirklich nach allen Regeln der Kunst lang gemacht. Aber dazu hat sie auch ein eigenes Video gemacht, das ihr euch mal anschauen könnt. Ich meine, sie muss die Verfahrenskosten tragen, mein Anwalt bezahlen und. Das geht ins Geld. Der Gerichtskostenrechner spuckt mir als zusätzliche Kostenevaluierung das hier aus. Ich kann aber so viel sagen, die Kosten meines Anwalts sind halt wesentlich höher als das, da es sich ja nicht nur um den Prozess handelt. Es ging ja eine Abmahnung voraus, die bezahlt werden musste. Es gab diverse andere zusätzliche außergerichtliche Dinge. Es wird richtig teuer einfach, okay? Der Fall ist halt besonders brisant, weil eben mediales Interesse vorhanden ist. Da hört ihr es einfach. In Deutschland lohnt es sich viel, viel mehr, diese Schiene zu fahren. Anwalt, Anzeigen. Deswegen machen das auch so viele Influencer. Ich finde das ehrenlos, aber in seinem expliziten Fall kann ich es zu 100% nachvollziehen. Aber mittlerweile wird für jede Scheiße der Anwalt sofort eingeschaltet. Meistens kommst du damit sogar durch. Ja. Kommt halt auch immer drauf an, wer das macht. Schade, dass man heutzutage nichts auf normalem Wege klären kann. Wie gesagt, nicht... In diesem einen expliziten Fall, da ist es zu 100% gerechtfertigt, wenn man wirklich überlegt, was sie alles angerichtet hat. Alleine der Punkt mit Adresse veröffentlichen, sowas kann auch nach hinten losgehen. Vor allem, wenn du ein kleines Kind hier bei dir zu Hause hast. So sprachen viele Medienschaffende über den Hack und Medienoutlets wie, ja, die Bild. Ich hasse dich dafür, wegen dir die Bild referieren zu müssen. Ne? Die berichteten halt alle über den Fall. Wenn du ein mediales Happening, wenn du das so nennen möchtest, jemanden in die Schuhe schiebst, der dafür nichts kann, nur um diesen zu schaden, das ist keine gute Idee. Wirklich nicht. Aber das wirst du ja jetzt auch selber gemerkt haben, hoffe ich.
wie angepisst die einfach gerade sein muss. Immer wenn irgendwas Doofes passiert. Der Just Neo. Oh, also der ist ja wirklich. Ich bin einfach von deinem Opferlamm zu deinem Kryptonit geworden. Sowas lasse ich halt sicherlich nicht mit mir abziehen. Ich frage mich gerade, was passiert eigentlich, wenn man die Gerichtskosten nicht bezahlen kann oder es einfach ignoriert? Dazu hatte er doch vorhin was gezeigt, irgendwas mit 6 Monate Haft. Ha. Ja, bei Zivilverfahren, da heißt es meistens, wer unterliegt, der zahlt auch die Musik. Und die Entscheidung über die Kostentragung, die ist Teil des Urteils. Wurde der Klage vollständig stattgegeben, dann muss der Unterlegene auch die vollen Kosten des Verfahrens tragen. Und dem eigentlichen Verfahren, dem schließt sich dann ein sogenanntes Kostenfestsetzungsverfahren an, um die genauen Kosten festzusetzen. Die siegende Partei, die stellt dafür bei Gerichten einen Antrag auf Kostenfestsetzung. Und darin werden die entstandenen Anwaltsgebühren und auch vorausgezahlte Gerichtsgebühren ganz genau aufgeführt. Die Gegenseite, die hat dann ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme und dann setzt das Gericht weitere Gerichts- und Verfahrenskosten noch hinzu und erlässt einen sogenannten Kostenfestsetzungsbeschluss. Und mit diesem vollstreckbaren Titel kann man dann von der Gegenseite, zum Beispiel von Aline Bachmann, verlangen, dass sie die bereits gezahlten Anwaltskosten komplett erstattet. Übrigens, dieser Vollstreckungstitel, der hat eine Gültigkeit von 30 Jahren. Und keine Sorge, euer Anwalt, der wird sich auch um das Kostenfestsetzungsverfahren natürlich kümmern. Und wenn nötig, kann man seine Forderung dann auch durch den Gerichtsvollzieher eintreiben lassen. Das wird immer dann nötig, wenn die Gegenseite nicht zahlt oder nicht zahlen kann. Ja, und wenn das Geld überhaupt nie eingetrieben werden kann, dann hat man zwar das Verfahren gewonnen, aber eine Menge Anwalts- und Prozesskosten am Hals. Klar ist, wenn das Geld von der Gegenseite nie eingetrieben werden kann, dann bleibt man zumindest auf seinen eigenen Anwaltskosten und auf den bereits gezahlten Gerichtskosten sitzen. Und das letzte Lied ist noch nicht gesungen. Also das ist negativ für Just Nero. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das war damals, wo wir den Betrieb hatten, auch so. Es gab Kunden, die haben weder uns bezahlt, noch den Dachdecker, noch den Elektriker. Also die volle Palette an Handwerkern. Natürlich klagst du das ein. Aber die haben alles ihren Frauen überschrieben, hatten selber dann nichts und du konntest von denen nichts holen. Obwohl die eine fette Karre fuhren, war von deren Frau. Obwohl die ein geiles Haus hatten, war von der Frau. Obwohl die geilen Fernseher hatten, war von der Frau. Er hatte alles, aber nichts mehr auf sich. Von dem kriegst du nichts mehr. Und das Geld dort siehst du nicht. Das ist der Insi-Modus. So ungefähr. Das ist wirklich eklig. Und es gibt einen Fall, bei dem alle nicht bezahlt wurden, unter anderem wir auch. Und da war eine Elektrikerfirma, Einzelperson, die alleine gearbeitet hat. Ein super sympathischer, netter, junger Mann, der gerade seinen Meister absolviert hatte. 1,5 Jahre oder so war er schon selbstständig. Und er ist daran zusammengebrochen. Er musste die Firma dicht machen, weil es war eine große Menge, die ihm da gefehlt hat. Da bleibst du auf den Kosten sitzen. Zahlst den Anwalt selbst, die Gerichtskosten zahlst du selbst. Nicht nur, dass du dein eigenes Geld nicht zurückkriegst, du machst auch noch Minus. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Es kann theoretisch zu einem weiteren Prozess kommen. Und die Verhandlung könnte theoretisch öffentlich sein. Das heißt, dass eigentlich fast jeder die Möglichkeit hat, Aline und mich live vor Gericht streiten zu sehen. Tja, das wäre mal eine interessante Sache. Aber wer weiß, ob es überhaupt so weit kommt. Das Dokument ist satte 25 Seiten lang. Damit würde ich sagen, wir... Nee, warte. Ihr braucht nicht nachhaken wegen dem Finale. Gut Ding will einfach Weile haben. Es kommt halt dann, wenn es fertig ist. Und allzu weit in der Zukunft liegt das Video auf jeden Fall nicht mehr. Aline, wie fühlt es sich an, besiegt zu werden und per Gericht bestätigt zu bekommen, dass du diejenige bist? Ausgerechnet besiegt von mir. Einem psychisch labilen, komplett inkompetenten Wrack. Ich, meine Gute, bin dein verdammtes Nightmare Fuel. Dieses Ende muss wehgetan haben. Ich gönne es ihm, den Just, nicht nur, weil ich ihn mag. Er ist einer der wenigen wirklich, die ich mag. Ne? Einer der wenigen, zu denen ich ab und zu auch noch Kontakt habe. Er hat sich das verdient. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus an ihn. Ein bisschen Gerechtigkeit ist jetzt eingetreten. War eine schöne Botschaft. Ich freue mich auf Teil 10 deiner Payback-Reihe an Aline. Die soll sehr, sehr krass werden. So viel zu dem Video.